20 Spieler liefern sich ein Battle in dem größten Spiral Tower, den es gibt. Wer wird gewinnen? Mit dabei ist Green Duck Studio, Element Guardian und viele andere aus der Community. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut dies unbedingt, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Und damit viel Spaß mit diesem Video. 3, 2, 1, Start! Jawohl. Okay, es geht los! Run, hey. run! Alles wird gegrieft. Oh, danke für den Boost! Hier, schnell, jemanden wegboost. Ah, Mist, PvP ist hier irgendwie. Ich hasse es kacke mit PvP. Egal. Ich glaube, ich habe den Checkpoint vergessen. Nein. Oder nee, das war Slime, okay. Puh. Ah, oh, Kiwi, bye bye. Schlicht, wie kommen wir hier wieder zurück da? Ich muss, glaube ich, ganz okay, ich folge einfach mal hier Dings. Last Dings 16 Gaming. Der weiß anscheinend so halb. Okay, jetzt. Hier ist noch jemand. Okay, hier sind schon die ersten Leute, die echt weit sind. Kiwi, diesmal wirst du nicht gewinnen. Sicher? Nicht hundertprozentig sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher als letztes Mal. Ah, ich bin auch gerade komplett am Verkacken, ja. Oh mein Gott, Green Duck ist erster. Jetzt ja. Muss ich ein bisschen mehr Konzentration an den Tisch legen. Du hast das Pech, dass ich bisher noch kein einziges Mal gefailed bin. Ja, und ich habe einfach schon zweimal gefailed, weil ich schlecht spiele. Ja, aber ich musste heute auch einmal ein bisschen vom Jump'n'Run hier spielen für das Julian Bam wurde gehackt Video fürs Gameplay. Ja. Deswegen habe ich einen kleinen Vorteil. Ich habe auch einen kleinen Vorteil, weil ich habe das möglicherweise schon mal komplett durchgespielt. Komplett? Ja, auch für die Shorts. Ja. Ich sehe dich, Green Duck. Ja. Bin hey, da auf den Fersen. Gut. Dann beeile ich mich Ideallinie immer. Nein! Ich habe eine Abkürzung verkackt. Das ist gut. Aber hier jemand anders auch. Jetzt habe ich sie. Okay, ich bin jetzt hier in dieser großen Lava-Höhle. Ah, ich bin immer noch bei den Pilzen. Das ist sehr schlecht. Oh. Aber du holst gut auf, dafür, dass du am Anfang groß viel gefailt bist. Hey Lul, bin auch wieder da. Ah, textet, yay. Schön, haben dich voll vermisst. Oh. Ja, er kann leider heute noch nicht spielen, weil er erst um 20 Uhr nach Hause kommt. Schlimm. Sein PC geht jetzt anscheinend auch wieder und er ist aus dem Urlaub zurück. Ja, schade, dass der Urlaub so kurz war. ich wünsche Textet alles Gute. Schade, dass er nur so einen kurzen Urlaub jetzt hatte. Ich hätte ihm einen längeren Urlaub gegönnt, weil ich ja so ein Ehrenmann bin. Kiwi weiß nicht, wo es lang geht. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß so halbwegs, wo es lang geht. Ich musste leider den Parcours testen, deswegen ist natürlich blöd. Ja, ich habe ihn auch schon mal komplett durchgespielt, aber mein Gedächtnis ist halt nicht vorhanden, ne? Also. Ich habe ihn noch keinmal komplett durchgespielt, aber bin zum Glück gerade Erster, weil ich ganz gut eingespielt bin. Ja, ich habe den Weg gefunden. Textik! Ist der hier im Talk? Ich. Nee, aber Textik ist auf dem Server. So, lol. Oh. Und auch nicht mit dem Account seiner Schwester. Echten Account. Ja. Ey, diese Dinger, die runterklappen, sind ja so nervig, wenn da jemand anderes drauf geht. Oh, da habe ich den Vorteil. Und dann die Hälfte einfach runtergeklappt ist. Ist das nervig. Ich würde sagen, dafür, dass Textik jetzt so lange nicht aktiv war, muss er jetzt ein Event organisieren. Ein das Event schon ein bisschen Community. Sehr fies. Und das eigentlich aber, ach so. Nein. Ja. Da muss ich jetzt nicht die nächste Zeit so viel planen. Ja, Element plant sehr, sehr viel hier auf dem Kanal. Deswegen ein sehr ehrenvoller Element. Nein, ja, ich sag mal so, du solltest aufpassen. Irgendwann übernimmt Element den Kanal, ne? Das wäre blöd. Er weiß mehr über meinen Kanal als ich selbst. Ja, deswegen ja. Ich weiß sogar die Zugangsdaten. Naja, wer kennt die denn auch nicht? Das ist echt kacke. Also, kennt ihr auch. Ja, wer kennt die auch nicht? Wer die nicht kennt, der ist kein treuer Fan von Green Duck, würde ich sagen. Achso, ich dachte jetzt, der hat kein Virus auf Green Ducks Computer gespielt. Also, ja, das geht auch. Daran dachte ich jetzt eher. Der hat noch keine Kontakte zu dem Typen, also. Der mich versucht hat zu hacken. Ja. Der hat auch keine Kontakte zu dem russischen Hacker. Oh ja. Ich habe das Gefühl, Green Duck cheatet. Ja, ey, cheat nicht. Ich bin durchgehend im Stream. Man kann alles sehen. Ja. Ja. Und warum ist es manchmal Black Screen?
im Stream und dann bist du auf einmal... Das sind WLAN, weißt du, das sind WLAN. Ja, und dann ist er auf einmal wenn ich, 20 Checkpoints weiter. Der Wurst-Client verbraucht ziemlich viel WLAN und immer wenn ich den nutze, dann ist das Internet. Ich verstehe. Oder der Duck-Hack-Client, weißt du? Ja. Den müssen wir auch noch rausbringen. Übrigens, Leute, es ist immer noch kein Hack-Client. Ihr habt nur einfach verkackt, die neueste Version runterzuladen. Und dann seid ihr selber schuld, wenn ihr auf Gommel gebannt werdet. Ansonsten einen Hack-Client erstellen beim Duck-Client, der einfach nur so weit hackt, dass man sich selber bannt. Das ist so erwähnt. Auf jedem Server. Der Bann-Client. Das wäre doch funny. Kiwi, das dürfen wir doch nicht so laut sagen. Achso, ja. Sonst glauben wir uns später nicht sonst mehr. Installieren sie den Client gar nicht. Okay, ja. Leute, wir bringen bald einen neuen Client raus. Das wird ein richtig cooler Client. Da ja, aber fällt Ihnen das nicht auf, wenn der Hack-Client heißt? Also, nee, der heißt da nicht Hack-Client. Der heißt, wie nennen wir ihn? Oh, Mann. Free Duck Client. Man kriegt 100%. Nee, wir machen einen, das ist der... Oh, wir sind weiter. Das ist der Free Badline Client, mit dem man jedes Kosmetik bekommt. Wild. Und sogar ein kostenloses Duck Kosmetik. Ja, gute Idee. Das Ganze nennen wir dann in Klammern Paluten Client und dann installiert er sich den und dann haben wir den Zugriff auf den Paluten Kanal. Gute Idee. Ja. Und da lassen wir dann irgendwelche. Da machen wir dann Werbung für unsere Kanäle. Ja. Ja. Um 2 Uhr nachts mit Deepfake Bill Gates und so. Ja, und genau. Elon Musk. Ja, genau. Eine sehr gute Idee. Paluten hat nämlich direkte Anschlüsse zu Elon Musk und sowas. Und zum Deepfake Elon Musk. Genau. Den senden wir dann Nachrichten und dann posten sie uns auf Twitter. Ihr wisst gar nicht mehr, was ich vorhabe. Wenn ich schnipse, wacht ihr auf und habt alles vergessen. Er cheatet. Oh nein. Bei mir wird reingeschrieben, er cheatet. Damit ist safe Kiwi gemeint. Achso, ich dachte jetzt ja, Kiwi cheatet. Ja, das schon. Also. Deswegen ruckelt es auf in die Wurstkleid. Ja. Wild. Aber ich finde, bei uns spürt man immer direkt so einen Teamgeist, das für euch. Achtung. Ja, wir spornen noch immer die anderen an. Ja. Oh, der PC stürzt ab. Wir wünschen uns auch immer nur das Beste. Ja. Ah. Synchrones A. B. B. C. D. E. F. G. A. I. L. Wir können eigentlich mal das ABC durchgehen und für jedes Wort irgendeinen Minecraft-Begriff finden. Okay. A. Apfel. B. Jetzt nicht. Jeder macht eins, okay? Okay. Ich fange an. Kiwi macht. Ach so, oder? Nee, erstmal du fängst an, mit danach kommt Kiwi und dann komm ich. Okay, ja. A, Apfel. B, Block. C, Chorusfrucht. Schreibt man die mit C? Ich glaube irgendwie. Ja. D, Diorite. E, Erde. F, wie Feuer. Oh, F, G, wie... Green Duck. Den gibt's in Minecraft. Hab ich mal gesehen. Geh doch endlich weg. Ja, ja. Villager. Nee. Das sind die Leute, die so in sich selbst verliebt sind. Weißt du, Kiwi? Ja, so ist es. Ansonsten Gurke, so eine Seegurke. Aber ich sag nur Gurke. Unsere Englischlehrerin hat uns tatsächlich damals in der Grundschule nicht Cucumber, sondern Cucumber beigebracht. Ich weiß jetzt nicht, warum das witzig ist, weil ich kein Englisch kann, aber ich lache einfach mal. Oh. Wir waren jetzt bei G. Jetzt kommt Kiwi dran. G. Jetzt kommt, glaube ich, H. Ja, ich weiß. H. Ja, jetzt kommt H. Hab ein bisschen gebraucht. A wie Hafermilch, ganz klar. Die gibt's in so einem Modpack. Aber ich bin gerade ein bisschen am Scheitern, Kiwi. Es gibt eine gute Möglichkeit für dich, zum Kraft aufzuholen. Ja, das Problem ist, ich auch, weil ich aber gerade auch so ein bisschen verwirrt bin von unserer... Wir verwirren uns selber, indem wir ABC machen. Oh, ich bin eingestiegen. Ich bin in der Technik. Scheiße. Was? Du bist ich muss sterben. Ich,
Ich habe mich. Nein, aber jetzt, jetzt hast du es, glaube ich, kaputt gemacht, oder? Das ist gut möglich. Ich nee, es kommt. Ich habe sie aus kaputt gemacht, so jetzt sollte wieder alles gehen. Danke. Hallo. Was? Aber Kiwi ist jetzt wieder kurz vor mir. Ich hoffe mal, die Leute hinter uns kriegen das jetzt noch. Das Line buggt. Ja, es kann sein, dass das Line gerade ein bisschen buggt, weil das Server leicht buggt. Aber. Leute, wenn ihr euch wieder darüber aufregt, dass der Server so scheiße ist, dann kauft doch einen besseren Server. Genau, dann sponsert den einfach. Oder bestecht jemanden, nein, damit Kiwi, jemand anders den spart. Ja, ich werde nicht auf dich warten, falls du das jetzt erwartest. Und ich habe auf Respawn geklickt und auf Kill und jetzt bin ich komplett woanders. Nice. Kiwi, ich weiß, wo dein Haus wohnt, also. Du weißt, wo mein Haus wohnt? Okay. Wo wohnt denn mein Haus? In einer Stadt. So in Deutschland, glaube ich. Nein, ich habe bei mir gebackt, ich wollte einfach gerade zurück. Ja, oh, ja, ja. Das sagen sie alle. Mal, ja. Ich hole gerade ein bisschen auf. Bin jetzt noch ein Feld hinter dir. Aber du wirst es nicht schaffen. Also. Das ist blöd. Nein, ich bin auch in Lava. Ich kann dir genau sagen, warum. Warum? Weil ich gewonnen habe. GG. Ach, echt ja. GG. Hey, jetzt wurde ich gewarnt, ey, wie ehrenlos. Kiwi, wieso läuft das denn? Ey, kann mich jemand entbannen? Wie geht denn das?